In der Türkei, in Mesut Özil Straße prangt das Erdoğan-Bild. Mesut Özils, 29, überraschender Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft ist nicht nur ein herber Rückschlag für die Welt des Fußballs. Das brandheiße Thema entwickelt sich auch immer mehr zu einem Politikum auf allerhöchster Ebene. Der 29-Jährige galt als Spielemacher der Erle und holte am Sonntag zu einem Rundumschlag gegen den DFB und die Medien aus. Nun hat inmitten dieser turbulenten Zeiten die Heimatstadt von Familie ein Zeichen gesetzt und das umstrittene Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan, 64, aufgestellt. Defrik heißt der 56000 Seelenort am Schwarzen Meer, wo das Haus von Großeltern steht. 2012 wurde dort eine Straße nach dem Starkicker benannt. Seit Dienstag hängt in der Özilstraße das Foto, das seit dem 14. Mai für Schlagzeilen und Aufregung gesorgt hatte, steht an der Seite von. Der Fußballer verteidigte den Schnappschuss als Respektbezeugung gegenüber dem Präsidenten des Landes seiner Vorfahren, nicht als politisches Statement. Zuvor zierte die Straße ein Plakat des Mittelfeldstars im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Der Bürgermeister der Stadt Defrek, Mustafa Semizi, begründete die Entscheidung, das Plakat zu überkleben, gegenüber der Nachrichtenagentur damit den Worten: Mesut Özil ist unser Stolz. Er habe mit Bedauern verfolgt, was mit Özil in den vergangenen Wochen passiert sei.